lass dir mein Herz als Snowboarder, spring gerade höher, zeig mir mal das Brett. Ja, wir haben hier für die nächste Saison ganz neu ein Programm des Simple Pleasures. Das gehört zu unserer Volume Shift Serie, wo die Idee dahinter im Prinzip ist, das Board in der Länge zu komprimieren. Dafür, dass man aber keinen Flächenverlust hat, machen wir es einfach ein bisschen weiter. Die Kontaktpunkte rutschen dann eben im Prinzip ein bisschen weiter in die Richtung Boardmitte. Dadurch haben wir ein Brett, was wir super easy kontrollieren können, was richtig schön drehfreudig ist. Bei dem Brett haben wir ein Camber drin, eine Camber-Vorspannung. Das heißt, auf der Piste hast du einen super Kantengriff, du hast richtig schön viel Pop und so weiter. Kompletter Bambuskern auch, der sehr langlebig ist. 5 Jahre Garantie bieten wir da drauf. Ausgelegt ist das Brett im Prinzip für alles. Wenn du nicht gerade unbedingt Park fahren möchtest, kannst du damit überall ballern gehen, auf der Piste, carven oder auch wirklich dann mal in Powder gehen. Im Powder kriegst du halt einen super Support durch den Tapered Shape, also durch diese längere, breite Nose. Im Vergleich zum Tail ist die etwas breiter, das Tail ist ein bisschen schmaler gehalten. Es ist ziemlich spitz, hat das eine gewisse Funktion? Ja, wie gesagt, wir haben eben diesen Tapered Shape, das heißt, das Brett geht eben vorne mehr in die Breite, in der Nose. Und dadurch, dass es eben so lang gezogen ist, muss das Brett ja irgendwie vorne wieder zusammengehen. Und klar, alles, was wir hier vorne nochmal vor dem vorderen Fuß haben, gibt uns halt, wenn wir mal abseits der Piste fahren möchten, den Powder, nochmal mehr Float dann eben, Auftrieb. Mhm. Ist es leicht? Relativ leicht, ja. Ich finde es leicht. Schön. Was müsste ich da ausgeben? Da sind wir bei 600 Euro, aber halt auch von den Materialien im High-End-Bereich. Wie gesagt, den Bambuskern, wir haben eine gesinterte Base, schön schnell, dass man schnell unterwegs ist. Und von daher. Also Brett allein 600. Ganz genau. Jetzt kommen wir zur Bindung. Ja. Bindung, die jetzt dazu super passen würde, wäre die Lean FS. Die gibt es eben einmal als AT und einmal als FS-Variante. AT steht für All Terrain, das ist die etwas härtere mit dem Nylon Highback. Die Freestyle-Variante ist die mit dem Urethan Highback. Da haben wir einen schön flexiblen Highback eben, den man schön verbringen kann, gerade wenn man sich ein bisschen reinlehnen möchte in die Turns. Wenn man ein bisschen Freestyle-affiner unterwegs ist, bietet das einem echt eine super Bewegungsfreiheit. Mhm. Wir haben einen sehr komfortablen Ankle-Strap, der auf der Seite relativ groß ist, gut gepolstert ist, dass man eben auch den Insert von der Schraube, von dem Buckel gar nicht spürt. Komme ich da leicht rein? Auf jeden Fall, ja. Im Prinzip ganz easy zu lösen. Und ich muss aber den Move noch machen. Ganz genau. Also es ist keine Step-In-Bindung, es ist keine ganz normale Ratschenbindung. Okay. Dafür ist es ausgelegt. Also der Move nach unten, der bleibt mir nicht erspart. Nein, der bleibt nicht erspart. Aber im Wieso Gesamtpaket. Hat er das nicht gemacht? Ist es dann doch die Klickbindungen sind doch ein bisschen unstabiler oder? Nein, gar nicht. Wir bieten ja auch Step-In-Bindungen an. Die haben sogar dann auch ein ähnliches Chassis. Von daher müsste man halt dann im Prinzip auf ein anderes Modell ausweichen. Mhm. Genau. Aber die gibt es jetzt so eben nur als Ratschenbindung. Was die Bindung uns noch bietet, ist ein Perfect Adjustable Toe Strap. Das bedeutet, den Toe Strap kann ich wirklich perfekt an jeden Boot anpassen. Oft hat man das Problem, wenn man zum Beispiel eine vernähte Toe Cap hat oder eine abgerundete Toe Cap, dass eben der Strap nicht richtig auf dem Boot hält. Und was wir hier haben, ist ein kleines Gelenk unter dem Leather. Okay. Schraubgelenk, wo ich quasi den Strap etwas breiter ziehen kann oder enger zusammen machen kann, je nachdem, wie ich den Druck verteilt haben möchte. Und zusätzlich, um den Strap eben an jeden Boot perfekt anzupassen, öffne ich einfach den Verschluss an der Innenseite, kann eben da den Strap in der Weite verstellen, aber auch den unteren Part eben nochmal weiter reinmachen, also enger machen oder weiter raus, je nachdem, was mein Boot eben für eine Form hat, dass der eben wirklich perfekt eingespannt ist in der Bindung. Und ganz besonders bei der Bindung, was wir hier haben, ist die Tripod-Chassis. Das ist nochmal ein bisschen was Spezielleres. Wir haben eine etwas kleinere Disc, um diesen Deadspot unter der Bindung, wo das Brett nicht oder nur kaum arbeiten kann, zu reduzieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie liegt es da drauf? Das Brett, die Bindung steht im Prinzip ganz normal auf dem Brett eben auf. Aber im Vergleich zu einer normalen Bindung haben wir jetzt eine Bindung, die eben an der Seite ein kleines bisschen mehr Luft dann eben hoch hat. Das heißt, wann immer ich Druck auf das Brett gebe, ich verlagere mein Gewicht nach vorne, nach hinten für ein paar Presses, ich leite einen Ollie ein oder ich leite einen Turn ein. Jedes Mal, wenn ich Druck auf das Brett gebe und das Brett arbeiten muss oder sich verbiegen muss, kann das eben hier schon viel früher nach draußen flexen. Und ich habe eben nicht so viel tote Fläche unter der Bindung, die eben durch diese Unterfläche von der Bindung eben eliminiert ist. Ja. Und dadurch haben wir halt hier ein super weiches Fahrverhalten, einfach super angenehm zu fahren, so einen natürlichen Flex, ähnlich wie beim Surfen im Prinzip auch. Jetzt sehe ich hier noch einen absolut stylischen Schuh, der hat bestimmt auch Wahnsinnsgimmicks drin. Genau, ja, im Prinzip der wichtigste Part auch, wie in jeder Sportart, der Schuh, wenn der nicht passt, dann hat man letztendlich keinen Spaß. Das ist der Enderboot. Was wir haben, ist ein traditionelles Schnürsystem und das Boa-Conda-System. Das Boa-Conda-System funktioniert im Prinzip
wie ein Ankle Strap im Boot. Das heißt, wir haben ein Urethan-Pad, was auf dem Liner aufliegt. Mhm. Der Liner an sich hat keine Schnürung, braucht er aber auch nicht. Weil durch das Urethan-Pad, das ich mit dem Boa-System anziehen kann, zieht es mir den Liner richtig schön hinten in die Ferse rein. Das bedeutet, wenn ich jetzt beim Fahren Druck auf die Frontside-Kante gebe, habe ich eben nicht mehr diesen Heel-Lift, den ich vielleicht manchmal in einem Boot habe, der nicht perfekt gepasst hat, sondern hier kann ich das sehr gut eliminieren. Stehe super fest im Boot drin, habe die direktionale Kraftübertragung und der Druck ist natürlich durch die Größe des Pads super schön am Fuß verteilt, führt zu keinen Druckstellen und ein sehr angenehmes Fahrverhalten. Ich kann mir den Schuh optimal anpassen eigentlich dadurch, oder? Genau, das liegt daran, weil wir einen thermoformbaren Liner haben, das heißt, den kann man im Prinzip aufbacken lassen und durch die Hitze dann eben an den Fuß ganz individuell eben auch anpassen. Mhm. Ja? Dadurch habe ich eine super Passform vom Fuß, vom Schuh und dann eben auch langfristig gesehen super viel Spaß, wenn der Hut dann perfekt am Fuß eben sitzt. Aus welchem Material ist der? Wir haben Kunstleder, gemixt mit Synthetikmaterial. So, komplette Ausrüstung, was muss ich hinlegen? Gehen wir es nochmal durch. 600 das Brett? 600 war das Brett, wir sind bei 250 Euro für die Bindung und beim Boot sind wir bei ca. 350 Euro. Da muss ich noch ein bisschen sparen, ich glaube aber es verkauft sich super. Garantiert. Viel Erfolg auf der Messe, danke. Danke euch auch.